Hallo zusammen und damit heiße ich euch nun endlich recht herzlich willkommen zur lang herbeigesehnten 100. Folge zum Thema verlassene Orte hier in Ostdeutschland. In diesen vorangegangenen 100 Folgen haben wir so manches gesehen, mit Sicherheit aber nicht alles und einiges hatten wir ja im Vorfeld schon verpasst. Gemeinsam mit euch schauten wir uns in den letzten 1,5 Jahren nicht nur verlassene Villen, Wohnhäuser, Fabriken, Brauereien und Gewerbe an, sondern auch militärische Einrichtungen wie Flughäfen, Bunkeranlagen, Kasernen, darüber hinaus auch öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser und Heilanstalten. Hinzu kamen Schwimmbäder, Hotels, etliche Schulen, wir sahen Theater und am Ende auch immer größer werdende Bahnbetriebswerke, Lokschuppen, Stellwerke und vieles, vieles mehr. Unsere Reise ist damit aber noch längst nicht vorbei. Es gibt noch so viel zu entdecken und deswegen fangen wir diese 100. Folge auch mit einem Ort an, den viele kennen oder zumindest schon einmal im Internet gesehen haben. Kommt also nun am besten mit auf Tour, den Rest erfahrt ihr wie immer gleich von mir in diesem Video und wenn ihr Lust habt auf verlassene Orte hier in Ostdeutschland und das jede Woche Mittwoch neu, dann abonniert doch am besten unseren Kanal. Nun wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit unserer 100. Folge. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Krematorium. Schon lange stand dieser Ort auf unserer Agenda und nun hatte es dann Ende letzten Jahres endlich geklappt und wir besuchten einen schaurig schönen und fast einmaligen Ort. Der Ursprung dieser Anlage nimmt uns mit bis vor den Ersten Weltkrieg, um genauer zu sein bis in das Jahr 1910, also noch bevor die Titanic in See stach oder überhaupt fertig war. Ein besonderes Merkmal dieses Gebäudes ist, dass es entgegen äquivalenter Anlagen nur oberirdisch errichtet werden konnte, da der hohe Grundwasserspiegel nichts anderes zuließ. Hinter dem Krematorium entstand ein erst kleiner Urnenfriedhof, heute gehört fast die gesamte Straßenzeile zum Areal. Die Anlage war zu Beginn recht simpel gehalten und bekam mit den Jahren aber immer mehr zu tun, vor allem ab den 30er Jahren, als sich die Zahl der Einäscherungen deutlich erhöhte. Entsprechend der Auftragslage erweiterte man das Gebäude nun grundlegend, vor allem aber im rückseitigen Bereich. Der Alltag zu Betriebszeiten wird so überliefert. Ein Bestattungsvorwesen verbrachte die Verstorbenen zum Gebäude, wo das Personal diese entgegennahm. Im Anschluss wurden nach kurzer Büro- und Kontrollarbeit die Körper in den Keller mittels neuen Aufzug gebracht und in einem ebenfalls neuen Kühlraum zwischengelagert, wo die Leichen mit Eis aus eigener Produktion gekühlt wurden. Hinweis: Der vermeintliche Keller ist eigentlich das Erdgeschoss, da dieses aber unter der Trauerhalle liegt und sich leicht abgesenkt im Erdreich befindet, spricht man hier vom Keller.
Tagen hatten die Angehörigen nun die Möglichkeit, ein letztes Mal Abschied zu nehmen. Dafür wurde der hergerichtete Leichnam nun in die Beisetzungshalle verbracht. Da die Leiche schon im mit zu verbrennenden Sarg lag und recht schwer war, nutzte man eine wasserbetriebene Anlage zum Hochfahren und Absenken des Sarges direkt in die Trauerhalle. Das machte auch Sinn, da der Bestattungsprozess im Keller direkt darunter stattfand. Nach der Zeremonie kam nun eben der Leichnam entsprechend wieder in den Kellerbereich zurück, wo er mit Hilfe eines Y-förmigen Drehkreuz-Schienensystems auf einen Einfuhrwagen in einen Etagenofen zur Verbrennung eingeschoben wurde. Nach der Verbrennung entnahm man wie auch heute die Asche, die vorher mit einer Aschemühle zerkleinert wurde, aus dem Auffangbereich des Ofens und sammelte diese in einer Urne. Anschließend übergab man das Gefäß, damals noch erlaubt, entweder an die Hinterbliebenen oder man verbrachte die letzten Überreste wie in den meisten Fällen in ein Urnengrab auf den Friedhof. Gut zu wissen, eine Urne mit sterblichen Überresten eines Angehörigen mit nach Hause zu nehmen, ist seit 1934 mit dem sogenannten Friedhofszwang verboten. Dies hat vor allem hygienische Gründe. Eine Ausnahme hier in Deutschland ist heute das Land Bremen, wo man unter bestimmten Voraussetzungen die Asche auch woanders verstreuen darf, zum Beispiel auf einem privaten Grundstück. Man schätzt, dass in diesem Krematorium etwa 100.000 Menschen eingeäschert wurden. Einer von ihnen war der NS-Regimegegner und Sozialdemokrat Wilhelm Feuerherd. Nach einer öffentlichen Veranstaltung in Zerbst am 9. Juli 1932 kam es in der darauffolgenden Nacht in Ziebig nach einem Wortgefecht vor einem Lokal zu einer folgenschweren und brutalen Schlägerei, bei der auch Feuer- und Stichwaffen zum Einsatz kamen. Dabei wurden insgesamt 8 Personen teils schwerst verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Einer von ihnen war Wilhelm Feuerherd, welcher seinen schweren Verletzungen am Rücken und im Gesicht noch in dieser Nacht erlag. Die Anteilnahme war stadtweit sehr groß, seine Einäscherung fand hier statt.
Erweiterung dieser Anlage in den 30er Jahren war gleichzeitig auch die letzte. Eine Sanierung der Öfen, der Brenner oder der Anlage überhaupt fand auch während der DDR-Zeit nie statt. Aber das kennen wir ja von vielen anderen Objekten, die sich in staatlicher Obhut befanden. ...1980 schloss man die Trauerhalle und demontierte die Absenkanlage. Warum das geschah, konnte ich nicht herausfinden. Womöglich hatte man ein anderes Objekt zum Abschiednehmen gefunden. Das Einäschern ging allerdings wohl weiter. Zumindest bis 1994 eine neue und vor allem zeitgemäßere Anlage ihren Dienst antrat. Danach war hier Schluss. Man demontierte die Brenner sowie den Sargtisch und überließ die Anlage fortan sich selbst bis heute. Wir waren wirklich überrascht, wie alt viele der technischen Anlagen wirklich sind, und ich denke, die Aufnahmen sprechen hier für sich. Es war ein wenig wie Zeitkapsel, auch wenn schon Vandale und deren Zerstörung bereits ihren Weg hierher fanden. Vor Ort fanden wir hunderte Urnen, alte Öfen und eben fast alles aus dieser Zeit. Man konnte also sehr, sehr gut nachvollziehen, wie das Ganze hier im in Anführungszeichen täglichen Geschäft ablief. Selbst ein fertiger Grabstein findet sich hier. Schaurig schön, wenn man überlegt, wie viel Trauer so ein Ort jeden Tag hier mit sich gebracht hat. Heute steht das Gebäude übrigens unter Denkmalschutz, doch es fehlen die Ideen. Und deswegen auch die Frage an euch, was soll man denn hieraus machen? Wahrlich eine insgesamt schwierige Frage, zumindest mit so einer Geschichte im Hinterkopf. Schreibt es uns doch am besten in die Kommentare. Ich wüsste da auch nicht wirklich, was man daraus machen sollte, außer vielleicht ein Museum. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss wie immer noch mit einigen vielen Bildern zu dieser 100. Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Und wenn ihr möchtet, abonniert gerne unseren Kanal. Hier wird noch einiges in der Zukunft folgen. Bis dahin wünsche ich euch nun alles Gute. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Thank you.